Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Kollegen, also gleich mal zu einem Punkt, der hier wirklich von fast jeder Fraktion vorgetragen wurde, das ist Ihr Papierbashing. Also es gibt ja wohl nichts Heuchlerisches als das, was Sie da vorgetragen haben. Fast jede Fraktion von Ihnen und insbesondere die Sozialdemokraten haben quasi einmal im Quartal über den Blitz ihre Fraktionszeitung in fast jeden Briefkasten hier in ganz MV hereinbefördert. Die Bürgerpost jedes Mal. Und also wollen Sie, dann erzählen Sie bitte Ihrer eigenen Pressestelle, dass die keine Ahnung hat, dass die rückwärtsgewandt ist, demokratiefeindlich oder was auch immer Sie sich hier gerade ausdenken. Das ist doch ein völlig normales Marketinginstrument. Und Herr Winter, wenn Sie schon nach meiner Uninote fragen im Bereich Marketing, was meine Spezialisierung war, es war eine glatte 1,0, kann ich Ihnen hiermit auch mitteilen. Und wenn Sie nicht gepennt hätten da an Ihrer TU Berlin, dann hätten Sie auch gewusst, dass viele, viele ältere Menschen, insbesondere ältere Menschen, sich immer noch darüber freuen, wenn so ein Anzeigenblatt bei Ihnen im Briefkasten landet, weil die eben nicht tagtäglich abends noch bei TikTok durch die kleinen Bewegtbildchen durchswitchen, aber zum Glück haben Sie da eine Pressestelle, die sich da besser auskennt und noch in Papierform Fraktionszeitungen hervorbringt. Ehrlich gesagt, Ihr Kreuzworträtsel, damit habe ich mich nicht beschäftigt, tut mir leid. Ja, zu Herrn Goye, natürlich hat sich MV entwickelt, wäre ja auch schlimm, wenn wir noch auf dem Stand von 1990 wären. Aber es ist doch nun mal auch in dieser Umfrage, und ich hatte es vorhin schon erwähnt, deutlich zu erkennen gewesen, dass, und das haben Sie selber auch zugegeben, wir weiterhin rein als Urlaubsland wahrgenommen werden und ja, nicht mal ein Viertel der Befragten hier nicht wirklich einen Wirtschaftsstandort oder ein Land zum Arbeiten drin sehen. Und da kann Herr Balleen zum Beispiel auch noch so viel Fantasien entwickeln, dass wir hier bald ein Wasserstoff-Texas oder sowas haben werden. Die Leute glauben das eben nicht, die befragt werden irgendwo in Deutschland, sondern da muss sich hier auch was entwickeln und da muss man scheinbar auch entgegensteuern. Und wenn das hier alle, also zumindest Herr Winter hat sich mal schlau gemacht, ob es woanders noch Messen gibt. Die gibt es in der Tat, er hat auch ein paar benannt. Und auch zum Beispiel in Dresden gab es jetzt die Meet the Robots Messe am Flughafen. Viele tolle Dinge jetzt parallel, glaube ich, in Warschau findet eine große Robotik-Automatik-Messe statt. Also das ist doch gang und gäbe, dass Städte, die irgendwo auf der wirtschaftlichen Landkarte auftauchen wollen, sich um solche Aktionen bemühen. Da braucht man auch nicht 10 Jahre Vorlaufzeit. Man kann sich da einfach drum bemühen, die Leute einladen, gucken, was passiert, das mal ausprobieren. Wurde ja beim Baltic Sea Business Day auch gemacht. Und den haben wir auch gar nicht kritisiert, aber es geht einfach darum, was Zusätzliches zu schaffen und das Ganze auch nicht nur so regional einzugrenzen. Und verstehe ich nicht, warum sich da so gegen gewehrt wird. Und auch Frau Enseleit hat ja am Anfang auch kritisiert, aber dann am Ende ja dann doch zugeräumt. Ja, wir müssten eigentlich mehr fürs Image tun, Robotik, Digitalisierung, Technik und so weiter. Dann hätten Sie ja auch vielen Punkten dort im Antrag zustimmen können. Ja, Herr Waldmüller hat auch nochmal dazu ausgeführt, dass Papier nicht so up-to-date wäre und all diese Geschichten. Aber das kann man wirklich nur von sich weisen. Wir brauchen so eine Beilage auch und wir wollen diese Webseite natürlich nicht abschalten. Also das ist völlig absurd, die soll natürlich bleiben, aber es soll das auch weiterhin geben. Und wir haben ja jetzt das neue Landesregionalzeichen dort geschaffen. Aber es fehlt eben bei vielen, wenn man da mal rumfragt, machen Sie es einfach mal für sich selbst, wie viele Marken kennen Sie jetzt, die dieses Signet tragen? Wo kann ich mir jetzt die Marmelade bestellen von Frau Dr. Rahm-Präger? Das ist halt nicht so bekannt. Ne? Und da, oder ich weiß gar nicht, ob sie das Zeichen schon beantragt hat, aber die Leute wissen es nicht draus. Und unserer Meinung nach wäre es doch jetzt nicht schwierig, mal so eine Beilage vom MV-Magazin den Regionalzeitungen beizugeben, was es im Übrigen auch früher mal gab. Das ist ja nichts komplett Neues, was wir da erfinden. Das wäre ja dann nur wieder eine Wiederherstellung des alten Zustandes, um einfach die Leute darüber zu informieren. Hier könnt ihr lokal kaufen,
im eigenen Land und die eigene Wirtschaft vor Ort unterstützen. Hier haben wir gute Produkte und das ist auch eine Art Würdigung unserer Unternehmen hier vor Ort. Aber das scheint nicht erwünscht. Ja, und zu Herrn Förster: täglich grüßt das Murmeltier. Ja, da grüßt auch tatsächlich täglich das Murmeltier, weil Sie diesen Spruch, glaube ich, vor jeder Rede bringen. Oder wenn ich gucke mal im Protokoll nach. Aber es kommt mir sehr häufig vor. Und wenn Sie fragen, was konkret kann man für die Messeförderung tun, dann verweise ich da auf Herrn Waldmüller, der ja Ihnen erklärt hat, was ein Quadratmeter auf einer Messe mittlerweile kostet auf der Hannover Messe. Und dann, wenn man sich dann anguckt, dass die Höchstgrenze zum Beispiel 6.000 Euro sind für Messestandsförderung, dann ist das dann trotzdem zu wenig, der Inflation und allem geschuldet. Und die Leute, die Unternehmen hier aus MV, nehmen nicht an dieser Messe teil. Das ist leider so. Ja, ich muss auch nicht alles in meinen Antrag reinschreiben, sonst wird der 20 Seiten lang und dann sagen sie, der Antrag ist zu lang und nicht konkret genug und wir haben keine Zeit dafür. Wir kennen ja diese ganzen argumentatorischen Spielchen hier. Ja, Frau Wegner, Energietechnik wollen wir eine Messe. Ja, das ist doch genau das, was die Grünen sich wünschen. Dann machen Sie das doch, treiben Sie das doch mit voran, dass es hier eine große Messe im Land gibt für Energietechnik. Es gibt kleinere Veranstaltungen, ich glaube demnächst auch von der Ostsee-Zeitung in Rostock. Da kann man mal hingehen, gucken, kann man das erweitern, solche Formate, kann das Land bei sowas unterstützen. Und wir von der AfD, wir sagen es immer wieder, wir sind Technik offen, im Gegensatz zu Ihnen. Für uns ist das nicht schlimm, wenn hier und dort mal eine Offshore-Windanlage ist, die niemand sieht, die wirklich ohne Subventionen klarkommt und Geld erwirtschaftet. Und für uns ist es aber auch im Gegenteil nicht schlimm, wenn irgendwo eine Kernenergieanlage ist, vor allen Dingen, wenn auf der ganzen Welt um uns herum welche gebaut werden. Das ist nämlich auch Energietechnik, das ist auch ein Megatrend, Herr Winter, den Sie verschweigen. Solche Technologien sind modern und nicht 50 Jahre zurück. Und wenn Sie sich mit Finnland hier demnächst in Kooperation befinden, dann können Sie ja da mal vorbeifahren. Dort wurde nämlich gerade ein von vielen deutschen Ingenieuren entwickeltes neues Kernkraftwerk eröffnet vor wenigen Wochen. Schauen Sie sich das mal an, den neuen Reaktor dort. Und dann können Sie denen mal sagen, dass die keine Ahnung haben, dass die bitte auf Windpropeller umsteigen sollen. Da werden die sagen, vielen Dank und jetzt fliegen sie wieder nach Hause. Also, ja, und schludrig und ganz dünn, hat Herr Winter gesagt. Ja, das ist in der Tat zum Beispiel die Ausstattung des Landespolizei-Messestandes auf der Ausbildungsmesse auf vielen, wo ich gerade war. Das ist wirklich traurig. Mit kleinen papierenden Flyern stehen die Landespolizisten dort und versuchen neben den gigantischen Bundespolizei- und Zollausstellern dort irgendwie Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wo ist da Ihre allseits gelobte Digitalisierung? Warum sagen Sie denen nicht mal, hier, hört mal auf mit euren Papierbroschüren, würden Sie niemals machen, weil Sie die Wahrheit kennen. Die AfD hat recht und auch mit diesem Antrag. Und deswegen stimmen Sie zu.